Ja, es ist immer ein bisschen erbärmlich, muss ich zugeben. Es ist immer ein bisschen erbärmlich. Aber es ist, wie gesagt, es liegt halt auch daran, dass jetzt gerade ein bisschen Material fehlt. Das ist so ein Grundsatzproblem. Ja, das ist ein Grundsatzproblem. Hier müsste mal aufgeräumt werden, so langsam. Das wäre ganz schön. Ja, ich finde schön, dass du was spielst, aber transportier doch vielleicht mal das Getreide. Ich meine, das sieht schon aus, als würde es gammeln. So, wie sieht es denn jetzt aus bei euch? Ja, der kann nicht weiterbauen. Keiner macht was. So, pass mal auf, Thalas. Bevor du jetzt, dann kannst du ja das elektrische Gerät anfertigen. Und dann kannst du ja vielleicht pennen gehen. Will sie nicht. Und du kannst auch pennen gehen. Oh, ist Emmeline ist schon wieder wach. Die müsste, bevor du da so rumstehst, ne, fertige das elektronische Gerät an. Das geht bei dir vor allen Dingen auch schneller wie bei Thalas. Irgendwie das Gefühl, keiner von denen macht mehr irgendwas. Thalas rennt jetzt rum. Ah. Raucht. Besorgt. Hier liegt irgendwie ein Speer rum. Thalas forscht. Das ist gut. Also das ist insofern gut. Aber jetzt muss er halt wieder los. Muss elektrisches Gerät bauen. Sie baut weiterhin Speere. Das ist toll. Ich würde aber gerne Pulsgewehre haben für alle. Das fände ich gut. Jetzt forscht plötzlich Quinn. Achso, der macht das auch gerne, ne? Das war so. Aber gut, Quinn, das ist erstmal schön, ne? Das ist erstmal schön, dass du das machst. Ah, die erledigt was am elektrischen. Okay, die macht das. Hervorragend. Wie so eine Tierwanderung. Ich weiß gar nicht, wo sind die denn? Ah. Da, wo ich gucken will, ist weg. So, jetzt müsste ja gleich das fehlende Teil da sein. Vielleicht geht es dann weiter, wer weiß. Baut erweiterten Forschungstisch. Frachtkapsel. Okay. Emmeline erstellt. Jetzt macht sie irgendwas. Katina macht auch wieder irgendwas. Jetzt ist der erweiterte Forschungstisch gebaut. Schaltkreise wählen, der gesteuert werden soll, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Okay, den können wir dann vielleicht abreißen. Carlos geht spazieren, Quinn geht spazieren, Emmeline macht irgendwas anderes. Oh, warte mal. Ich müsste das vielleicht mal ausmachen. Das ist eins zu viel. Alle rennen rum. Essen? Naja, Essen geht. Essen geht. Warum ist es bei dir kalt? Die Heizung ist aber an, ne? Aber 9 Grad ist wirklich nicht so warm. Bei dem sind es 13. Gut. Wir schließen die Rolli bei den beiden. So, jetzt wird hier gegessen.
Und jetzt werden hier Sachen angefertigt. Das ist hervorragend. Emmeline erstellt das und sie besorgt Zeug für Kleidung. Das ist auch toll. Dann macht ja jeder was. So, er hat was repariert. Er repariert wieder irgendwas. Schlagfall. Sie kocht. Offensichtlich macht Brot. Thalas forscht. Er fertigt Speere an. Boah, wichtig wäre allerdings, dass man das anfertigt, ne? Das ist so eine Sache. Ich frage mich, unter was das fällt. Erstellen. Und anfertigen. Okay. Und unter was fällt dann... Warte, Quindu ist 2 beim... Ah, okay, wir machen da mal so. Da macht Quinn vielleicht auch das andere. Wer weiß. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall hat er jetzt einen Speer. Oh, er macht noch mehr Speer. Ihn interessiert offensichtlich der Speer. Sie erstellt weiter Schaltkreis. Sie transportiert Klamotten von A nach B. Jetzt macht sie Öl. Er besorgt Holz für Speere. Und sie backt Brot. Und Quinn holt noch irgendwas für Speere. Wo rennt er jetzt hin? Um was für ein Speer zu besorgen? Ah, hier haben wir doch Holz. Okay, aber hier liegt auch noch ein ganzer Arsch voll rum. Das ist interessant. Oh, Emmeline hat Anfertigung 4 erreicht. Okay, das war also auch nicht so, dass die das wirklich gut konnte. Alles klar. Hatte ich da überhaupt einen, der das gut konnte? Ah, die Katina kann das gut. Okay. Ja gut, die ist auch überall da eingeteilt, aber die ist halt auch beim Schneidern und Kochen ist 3. Getroffen, rettet, beerdigt, trägt, weg, zerlegt, erledigt etwas, belädt Kapsel, entlädt Kapsel. Wir machen das mal so. Ja, die Deckenlampe ist kaputt. Den wird der Quinn morgen schon machen, nur halt nach dem Schlafen wahrscheinlich. Schön, schön. Ist toll. Ich bin ganz begeistert mit der Sache. Wie das hier so alles abläuft. Das macht mich alles ganz, ganz an. Ja, trink du erstmal ein Bier, genau. Das ist auch wichtig. Da wird erstmal was gegessen, da wird auch gegessen. Die freut sich über die tolle, tolle Sache. Dann wird hier irgendwas gekocht. Das ist auch gut. Da werden weiter Speere angefertigt. Nein, so ein Speer muss auch schon sein. Ich weiß nicht, was Quinn macht. Quinn repariert. Er macht bestimmt die Deckenlampe. Frisch. Ja, der hat die Deckenlampe repariert und jetzt besorgt er Zeug für Schaltkreise. So ist das nur eigentlich eine gute Aufteilung. Dann haben wir immer ein bisschen Essen. So was erledigt. Ja, und dann kann irgendwer auch was am Schmelzofen erledigen. Das ist tatsächlich wahr. Hier drüben werden die Waffen endlich eingelagert, jetzt wird Benzin gemacht, jetzt ist die Heizung defekt bei irgendwem, da wird Quinn wahrscheinlich gleich losrennen. Wir haben nicht genügend Materialien, ach du Scheiße, das kommt ja jetzt total überraschend. Das ist bei keiner was am Schmelzofen erledigt. Deswegen geht Quinn jetzt Öl machen. Und dann isst er Brot und keiner repariert die Heizung. Ich weiß gar nicht, wo eine Heizung kaputt ist, aber wenn die sagen, die Heizung ist defekt, dann wird das schon irgendwo sein. Aber wir haben ja auch kein Material, um die Heizung zu reparieren. Na, jetzt wird Benzin angefertigt. Das ist natürlich auch was. Da ist aber was fertig geworden zum Reparieren der Heizung. Die transportiert 81 Kürbisse. Die holt Öl für keine Ahnung was. Da sind wieder 10 Dinger fertig geworden. Der transportiert erstmal das Benzin. Jetzt repariert er die Heizung. Ach, die ist in dem großen Zimmer kaputt gegangen. Toll. Jetzt stellt er dann den Kram her. Ja... Ja, es ist schön. Nee, das ist schön. Das ist total, das macht mich total glücklich. Nicht. Sag mal, Freunde, wie ist das denn? Müssen wir unbedingt eine Rauchpfeife haben?
Müssen wir das unbedingt? Das ist die Frage. Ja, dann Mörder und Speer. Jetzt, es wird nicht besser. Wir machen das auch mal gerade auf Pause. Das macht Thalas. Thalas steht da rum. Macht den üben. Alle gehen wieder pennen. Ah, das regt mich alles was auf. Das Katina macht irgendwas Entspannendes offensichtlich. Ah, die war hier, die Viecher streicheln. Oh, irgendwie ist Bärbel weg. Ah ne, Bärbel steht da. Ich dachte, Bärbel hat ihres. Ich würde auch gern das bauen. Ja, das weiß ich, dass ich das auch irgendwie gern würde. Aber die kommen ja mit dem, was ich ursprünglich will, jetzt nicht hinterher. Die sollen mir ja jetzt Waffen bauen, dass ich für so Angriffe vielleicht auch mal ein bisschen gewappneter bin. Habe ich nicht eigentlich mal Türme aufgestellt? Ah ja, die hat er tatsächlich geschafft zu bauen. Das ist ja krass. Das ist ja schon mal etwas. Das hat er auch noch zwischendrin gemacht. Quinn, Quinn, Junge. Du bist ein richtiges Genie. So, wie sieht es denn mit Möbeln aus? Gibt es da mittlerweile auch geilere Stühle? Wir könnten einen Klappstuhl aus Metall bauen, ja. Wir haben ein trächtiges Tier. Wer ist denn trächtig? Das ist Hilde. Oh, Fatih hat Hilde geschwängert. Es gibt Inzucht. Eieiei. Ob man das so durchgehen lassen kann? Alter, hier drin ist richtig kalt. Heizung ist aber an, ne? Oh, oh, die ist aus. Wie ist mit ihr hier? Die ist auch an. Gut, dann machen wir vielleicht mal hier das Rollo runter. Ja, das würde vielleicht was helfen. Also falls irgendwann wer Zeit hat, das ist ja immer so eine Frage. So, der geht jetzt irgendwas besorgen. Keine Ahnung, was der jetzt besorgt. Der macht jetzt Öl. Und dann erstellt sie das Ding fertig. Das ist alles interessant. Und er besorgt jetzt, um den Nachschub zu bauen, Zeug. Sag mal, können wir denn hier in dem Lager das nicht einlagern? Ah, da habe ich nur das drin. Okay. Dann können wir da die elektronischen Komponenten noch reinmachen eigentlich. Würde ich sagen. Und dann können wir die elektronischen Komponenten halt überall anders rausnehmen. Das macht ja, würde ja Sinn machen, ne? Dann müssten sie nicht so weit laufen dafür. Hier ist sowieso schon groß nichts drin. Und hier können wir sie einfach auch noch abwählen. Und hier hinten steht, glaube ich, kein Regal mehr, oder? Ne, da habe ich alles abgerissen. Dann tragen sie die elektronischen Komponenten ja vielleicht da rein. So, Quinn erledigt jetzt das alles, das ist gut. Ah, Rollläden sind auch zu, toll, toll. Das hat Emmeline jetzt geschafft. Ah, wo transportiert die das hin? Warum rennt die dafür einmal außen rum? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Himmel, Herrgott. Macht das wenig Sinn? Da wird ein Schneemann gebaut. So, Quinn, pass mal auf. Wir müssen jetzt aber auch mal ein bisschen weitermachen hier mit dieser ganzen Geschichte. Ah, wir könnten jetzt auch schon Befestigung. Nee, können wir nicht. So, pass mal auf. Das ziehen wir jetzt mal hier hoch. Damit fangen wir jetzt mal an. Und wenn das so weitergeht, dann muss ich... Oh, es geht schon wieder aggressive Tiere. Ich hasse das. Oh, fuck, die sind auch noch richtig nah dran. Und ihr wollt natürlich gerade pennen gehen, ne? Tut mir leid. Da müssen wir leider los. So, jetzt pass mal auf. Das Emmeline, das kann hier hoch. Und der Quinn, der geht hier hoch. Oh, der Quinn geht nicht da hoch. Quinn sollte sich erstmal... Ah, ich weiß nicht. Quinn sollte vielleicht erstmal eine Laserwaffe holen. Und das Katina geht da hoch. So sieht's aus. So. Und wo ist Thalas? Thalas könnte das Vieh killen. Was ist denn das mit euch? Ich muss dafür da runterklettern. Das raff ich jetzt hier. Macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja total sinnfrei.
Quinn, komm mal ran jetzt. Das geht mir auf den Sack mit dir. So, Talas stürzt wurde als erster durchs Tor. Aber jetzt gibt es hier erstmal Rambazotti. Was willst du machen? Ich weiß jetzt auch nicht, warum die da von oben runter geschossen haben. Vielleicht, weil ich die Dinger nicht da so aufgebaut habe wie die anderen. Ich weiß es nicht. Musik ist auch wieder ganz aufregend hier. Ja, ich meine, jetzt aber das fetten Käfer weg. Komm, Quinn. Und dann kommt der kleine Käfer dran. Ich sehe da auch nicht so viel. Das ist auch so eine Sache. Durch die ganzen Lebensbalken. Wir haben den medizinischen Notfall. Das ist toll. Das ist was, was du hören willst. So ein medizinischer Notfall mitten im Krieg. Das ist das, was du hören willst. Ja, die muss dann halt gerade mal da durch. Was soll ich denn jetzt machen? Wir haben noch aggressive Tiere auf der Liste. Die verfehlen die halt. Das ist ja richtig schäbig. Da hinten kommt der nächste. Oh, der ist aber auch schnell. Wir brauchen Pulsgewehre, ich sag das. War noch ein Tier ist am Start. Alle sind verletzt. Das finde ich übrigens auch ganz grandios. So, warte mal, da oben steht noch einer. Ja, da müssen wir leider hin. Was soll ich jetzt machen? Und jetzt wollen die auch noch. Jetzt wollen die auch noch aufs Maul. Und der Kleine braucht auch noch eine Abreibung. Natürlich. Ja, ich weiß, Emmeline, dass du unterkühlt bist. Das ist mir klar. Wer die rettet, ist mir eigentlich egal. Irgendwer sollte es machen. Und das wäre schön, wenn das wer täte. Talas, Schatz, kannst du dich selber heilen? Heil dich mal selbst. Das macht die ganze Sache deutlich leichter. Ich glaube, dass die abkratzt. Ja, das war... Das war's. Für Emmeline. Toll. Jetzt müssen wir die gleiche Menge an Aufgaben auf 3. Boah, Leute. Was ein Quatsch, Alter. Ja, wir brauchen jetzt irgendwie einen neuen Mitbewohner. Das ist doch... Boah, das ist mal so richtig schäbig, ey. Da lassen wir auf zu forschen. Oh, das Grab.
Das war mal gar nicht schön.